Hallo allerseits, Nagi ist wieder da und ich habe absolut keinen Bock aufs Battle Royale. Aber ich muss wieder hinein, ich muss zurück aufs Schlachtfeld. Denn wenn ich das nicht endlich mal bald schaffe, dann wird es mir keine Ruhe lassen. Wir werden wieder versuchen, uns durchzuboxen zuallererst und dann werden wir wieder Skorgro einsetzen, denn sein Gift-Hieb hat uns ja doch beim letzten Kampf ganz schön geholfen. Gegen das legendäre Trio. Das heißt, ich muss auch wieder Schlurbleck zu Gesicht bekommen. Dieses beschissene Pokémon. Und ich setze direkt die falsche Attacke ein. Sehr schön. Werde direkt angegriffen. Sehr schön. Ambitüffel, wie kannst du es wagen? Oh ja, Schlurbleck, bist paralysiert. Das geschieht dir ganz recht, du Bastard. Und deine Brüder und Schwestern werde ich auch alle töten. Und ich werde sehr viel Spaß dabei haben. Biefer! Kinoso! Mann! Das hat jetzt schon wieder irgendwie keinen Sinn mehr. So, Shelterer, ich werde nicht zulassen, dass du deinen verdammten Holzhammer einsetzt. Das kannst du sowas von knicken. Hä, und Roserade hat sich selbst verwirrt. Was für ein Idiot. Nimm das, du Unhold. Oh oh, fettes Relaxo kommt angeflogen. Piep, 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 es piept, es soll aufhören zu piepen, es gibt mir nämlich voll auf den Keks. Okay, noch drei. Oh. Will ich jetzt schon Skorgro einsetzen? Ne, ich setze zuerst Markbrand ein. Skorgro hebe ich mir für den Schluss auf. Und du und deine scheiß Erdbebenattacke. Haha, nicht getroffen, Schnaps gesoffen, bla 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 bla. Macht euch mal schön alle untereinander fertig. Das möchte ich mir sehr gerne aus der Ferne angucken, wie ihr euch alle gegenseitig platt macht. Aber allzu lange kann ich mir das auch nicht gönnen, weil Zeitlimit halt, ne? Boah, und warum ist ein Feuerangriff so effektiv gegen ein Feuer-Pokémon? Oh nein. Das legendäre Trio ist wieder da. Sehr schön, wir kennen euch alle. Ihr seid weltberühmt, allseits gefürchtet und so weiter. Jetzt setze ich auch noch die falsche Attacke ein. Sehr schön. Komm her, mein Hotel, in your face. Okay, die beiden machen sich da gegenseitig fertig. Oh, ist ja schön, dass ich doch wieder ein bisschen lachen kann. Ah, und jetzt sind nur noch die drei übrig. Können nicht noch andere Pokémon hier auftauchen? Ich gegen die drei, das ist so ein bisschen unfair eigentlich. Und ja, ich bin K.O. Palkias Attacke ist einfach zu weitreichend. So, wo ist jetzt Skorgro? Da ist Skorgro. Flieg erstmal weg. In Sicherheit. Und bitte vergifte die beiden. Es wäre echt super, wenn du die vergiften würdest. Und nimm das, du Unhold. Ich werde weiter gegen dich kämpfen. Auch wenn ich nur Chance habe. Palkia ist fast besiegt. Also stürmen wir auf Palkia. Oh, es ist besiegt. Und jetzt taucht Mewtwo auf.
Ich habe solche Angst, Leute. Ich will leben. Was war das? Mewtwo's Psi-Welle oder was? Na, oh, nimm das, Dialga. Oh, Mewtwo verfolgt mich. Ich habe solche Angst. Okay, nur noch zwei Pokémon. Giratina und Mewtwo sind noch übrig. Nimm das und das und das und das und das und das und das. Ah, Mewtwo! Ich werde dich sowas von fertig machen, ich schwör's dir! Bitte sei doch mal vergiftet da, also geht doch! Ich werde es schaffen, ich kann es schaffen! Oh, ich hab's geschafft! Yes! Yes, 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 oh yes! Ich bin so happy! Oh yeah! Ja, alles Geld ist meins, es gehört mir! Mir! Mir ganz allein! Sorry Leute, ihr müsst keine Angst vor mir haben, ich freue mich gerade nur. Und Skorgward in der Klummen, den Thron der Throne! Er ist die Nummer 1! Der Meister von allem! Und wir sehen endlich den Abspann. Ein zweites Mal. Wir haben die zweite Runde von Let's Play Pokémon Rumble endlich durch. Und ja, was wurde es schwer und hartnäckig gegen Ende des Spiels. Meine Güte. Und wir können ein Foto schießen. Nein, danke. Ich wollte eigentlich den Abspann überspringen, weil den haben wir schon mal gesehen. Yep. Huch, was haben wir denn da? Fortfahren? Oh no. Der ein oder andere weiß es vielleicht, aber das Spiel ist immer noch nicht zu Ende. Nein. Wir hatten den Normalmodus durch, dachten, das Spiel ist zu Ende. Nope! Plusmodus. Wir haben den Plusmodus durch, dachten wir, das Spiel ist zu Ende. Nope! X-Modus. Wir haben noch einen weiteren Modus, den wir meistern müssen. Willkommen im X-Terminal. Versuche doch mal dein Glück im Battle Royale EX. Oder X. Hier wird das alles noch ein ganzes Stück härter. Sehr schön. Sehr schön. Im X-Terminal kannst du ganz unterschiedliche Pokémon und Angriffen mitnehmen. Yeah, wir haben noch eine weitere Herausforderung zu meistern. Im X-Modus gibt es auch nur diesen einen Rang, keinen höheren und weiter. Yo, ich könnte das Let's Play auch an dieser Stelle abbrechen, aber ich glaube, damit werdet ihr auf keinen Fall einverstanden. Deswegen wird es hier in naher Zukunft weitergehen. Also dann. Aber ich belasse dieses Video jetzt erstmal bei den 8 Minuten. Ja, wir haben diesmal nur das Battle Royale geschafft, aber ich möchte jetzt nicht noch unnötig irgendwas anderes dazu wursteln und wir nehmen uns den X-Rang dann in einem extra Video vor. Wo wir alles nochmal machen dürfen. Wir dürfen alle Orte nochmal besuchen und wir dürfen an mehreren Battle Royals teilnehmen. Nicht nur eines. Oh nein, es sind mehrere. Ihr könnt euch also auf was freuen. Ihr werdet mich noch ein bisschen leiden sehen. Nun denn, ich hoffe, ich habe euch keine Angst mit meinem Gelache gemacht. Nun denn, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt alle mitgefiebert. Würde mich freuen, wenn ihr es vielleicht in die Kommentare schreibt, wenn das so der Fall ist. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Rumble. Also, bis dann, Leute. Wir sehen uns und tschüss. Sorry.